Amigis. Jetzt hier nach 5 Tagen in Ibiza haben wir einen Housebeat-Entzug und probieren es mal im Nassau Beach Club. Okay. Ja. Wir hören zwar keine Mucke, aber doch ein bisschen höre ich was. Doch ein bisschen Mucke hört die Marina. Jetzt gehen wir mal rein und checken mal die Lage. Wir haben ja schon einen halben Sonnenstich. Jetzt kurzes Resümee über den Nassau Beach Club. Wie sind deine Impressionen? Es ist okay, weil da Musik läuft und es macht Spaß, aber meiner Meinung nach könnte da noch ein bisschen mehr abgehen. Also ein bisschen mehr tanzen, ein bisschen mehr irgendwas. So mit dem auf der, wie nennt man das? Auf der Tanzfläche. Auf der Tanzfläche oder auf der Bar. Könnte noch ein bisschen mehr sein, finde ich jetzt. Also, so viel zu der Sicht von der Topolina. Jetzt hier zum Topolino sozusagen. Ich finde, das vom Service ist es sehr professionell gemacht. Ja. Die Location ist sehr schön, die Lage ist relativ schön. Die Leute sind eine totale Katastrophe, finde ich. Ja, also, die sind zwar da und das ist alles diese Sehen und gesehen werden, aber ohne Herz, ohne Leidenschaft. Ja, da ist keine Stimmung. Wenn der DJ da nicht wäre, wäre ich nach 5 Minuten schon wieder weggegangen. Okay? Also für diejenigen, die sich das gerne angucken möchten, ist es ganz nett, da mal einen Abstecher zu machen, vielleicht mal so einen Wein zu trinken oder einen Cocktail, je nach Belieben. Das ist Geschmackssache. Ich stehe nun mal nicht auf die Leute, die hier einen auf, ich bin so geil, ich bin so geil, da stehe ich überhaupt nicht drauf, die kann ich mir auch nicht angucken den ganzen Tag. Ja? Also ein kurzer Abstecher ist okay für diejenigen, die sich das anschauen wollen. Ansonsten, das Personal ist gut. Die Preise sind bezahlbar, das ist okay, ja, das ist jetzt nichts Wildes, da müsst ihr keine Angst haben, dass ihr jetzt hier 6.000 Euro bezahlt. Wir haben jetzt einen Rosé-Wein haben wir gehabt, eine Flasche, haben wir 30 Euro bezahlt, ne? Um das mal so auf den Punkt zu bringen. Ja. Musik war gut, aber die Leute waren halt sehr, sehr zurückhaltend. So viel zum Nassau Beach Club. Wir hoffen, dass wir mit diesen Informationen euch irgendwie weiterhelfen konnten. Und das nächste Mal, wenn ihr hier auf der Insel seid, eventuell macht ihr einen Abstecher oder einen Besuch. Okay, bis dann. Okay, tschüss. Hallo.